FDP und Grüne stellen die Zusammenarbeit mit dem Islamverband DITIB in Frage. Der Verband habe sich mit Blick auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel zum wiederholten Male nicht klar positioniert. Ein Weiter-so in der Zusammenarbeit kann es deshalb einfach nicht geben, das sagt die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Lamia Kador. Die religionspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion erklärt zudem, dass der Islamverband in vielen Bundesländern Einfluss auf den Islamunterricht habe. Wer Terror nicht klar benenne, könne kein Ansprechpartner in der deutschen Bildungspolitik sein. DITIB ist der größte Islamverband in Deutschland.